Hallo, ich bin Henriette Hörnig, bin Regisseurin des Abends Cabaret. Und im Cabaret geht es um Berlin, eine Stadt in Deutschland, und die war das Ende der Welt. 1931, so heißt es in dem Stück. Wir befinden uns hier in einer Lounge, die ist Teil des Bühnenbilds, weil unser Konzept ist, eine Stadt zu verbinden auf der Bühne mit einem Cabaret. Also ein Ort, der sich verbindet, das Showgeschäft mit der Außenwelt, die Gefühle mit der großen Politik. Und das ist Thema des Abends, die Zeitenwende in den 30er Jahren. Die Konzeption, hier eine Stadt auf die Bühne zu setzen, in der das Orchester, was eigentlich drinnen spielt, den Takt der Stadt vorgibt und unserer Zeit. Und in kälteren politischen Zeiten eine andere Körpersprache, eine andere Musiksprache und ja auch ein anderes Miteinander pflegt. Das ist Thema dieses Abends. Wir verbinden Zuschauerraum und Bühnengeschehen ganz direkt miteinander. Die Zuschauer sitzen fast mit auf der Bühne und das ist ein tolles Konzept in Kassel, dass Cabaret die Stadt ist und nicht nur die Show.